Hallo, mein Name ist Luca Ahrens. Ich bin heute hier vor meinem Haus. Ich habe eine Anlage von Inteva verbaut, eine sogenannte Grauwasseranlage. Und ob die wirtschaftlich ist, ob die Sinn macht, wann sie sich und wie amortisiert und vor allem auch, wie sie funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Wir stehen jetzt vor der Grauwasseranlage. Das ist im Endeffekt hauptsächlich der Tank, und hier im Endeffekt diese drei Geräte. Was ist diese Grauwasseranlage? Eine Grauwasseranlage fängt Wasser auf aus dem Haus von sogar einem Grauwasser. Grauwasser bedeutet Wasser, was zwar benutzt ist, aber nicht stark verschmutzt. Also Badewanne, Dusche, Waschbecken. Achtung, Waschbecken, nicht Küche, keine Spülmaschine, keine Waschmaschine. So, dieses Wasser wird separat aufgefangen. Achtung, dafür braucht man ein separates Rohrnetz im Haus. In dem Fall, ich habe jetzt hier oben, seht ihr im Bild, zwei Rohre. Einmal das hier, das ist dünner. Das hier kommt von drüben aus dem WC, aus dem Waschbecken. Und Achtung, auch von der Freilaufeinrichtung wird es bespeist. Das kommt hier runter und läuft in diesen Tank rein. Das Rohr ist quasi Toilettenspülung, also jetzt das Toilettenrohr. Und das führt logischerweise direkt raus in die Kanalisation. Bedeutet, Fakt 1, wir führen Wasser, was quasi dreckig ist, aber hauptsächlich theoretisch noch fast sauber, hier runter. Wir brauchen dafür ein zweites Netz. Das heißt, Nachrüsten ist meistens ein bisschen schwierig. Man muss das von Anfang an mit planen. So, was bedeutet es an Kosten für so ein zweites Rohrnetz? Hier reden wir in der Regel nicht über die Welt. Also ich habe jetzt hier ein zweites Rohrnetz quasi hier lang geführt. Das sind 8 Meter vielleicht Rohr. Und hier oben nochmal nach oben. Das sind auch nochmal vielleicht 5 Meter Rohr. Das heißt, lass mal zusammen 20 Meter Rohr sein, die wir insgesamt hier verbaut haben. Zusätzlich, klar, ich brauche den Platz dafür, der muss geplant sein, aber kostenlich am Anfang ist jetzt nicht die Welt. So, bedeutet, wir haben jetzt hier das rein. Vielleicht hört ihr auch dieses Blubbern. Zumindest eben in den Aufnahmen habt ihr das gesehen oder auch gehört, dieses Blubbern, dieses Geräusch. Und das ist jetzt hier der Tank. Was bedeutet das? Das Wasser, was hier reinkommt, ist ja schlussendlich, es ist ja theoretisch noch dreckig. Es läuft vorne durch so einen Hauptfilter durch und kriegt so die groben Bestandteile abgenommen. Also Haare, grobe Hautschuppen, Festbestandteile, die vielleicht doch durchgerutscht sind. So, dann sind da so, wie kann man das nennen, im Endeffekt so Kunststoffbehälter drin, die einfach für Oberfläche sorgen. Dass jetzt die Bakterien, die da drin sind, quasi das, was stinkt und das, was nicht gut ist, quasi aufisst. Das ist ein natürlicher Bioprozess. Das Blubbern kommt jetzt aktuell durch diese Maschine hier, die durch dieses Rohr hier Luft reinpust und dadurch quasi dafür sorgt, dass die Bakterien da drin sind und ihren Job tun quasi, überhaupt Sauerstoff haben zum Überleben, zum Arbeiten. So, dann ist da drin noch ein weiterer Filter drin und dieser Filter hat dann mal so einen Feinsfilter, der mal durchgeht. So, jetzt haben wir eigentlich, wir haben keine Trinkwasserqualität, Gottes Willen. Aber im Endeffekt wird jetzt durch eine Pumpe Wasser, durch dieses Rohr, durch dieses Schlauch im Endeffekt, hier rüber in diesen Kanal, in diesen Tank gefüllt. Dieses Wasser jetzt hier, was hier drin ist, ist jetzt sauber. Es ist kein Trinkwasser, auf keinen Fall, aber es ist ausreichend, um meine Toilettenspülung wieder zu benutzen. So, schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir das Wasser, was aus diesem Tank rausgeht, geht jetzt hier hinten angeschlossen über einen Schlauch hier rein. Das hier ist der Rainmaster Eco. Theoretisch könnte ich damit auch eine Zisterne von draußen benutzen und bräuchte keine Grauwasseranlage, sondern könnte draußen Wasser aufsammeln und dann das für die Toilettenspülung nutzen. Warum das geldtechnisch schlecht ist als eine Grauwasseranlage, erkläre ich später nochmal bei der Finanzierungs- oder Wirtschaftlichkeitsberechnung. So, der pumpt jetzt im Endeffekt Wasser von hier ins Netz rein. So, der wichtig, der hat hier oben nochmal einen Anschluss an mein Trinkwassernetz und der hat eine Zulassung, dass er überhaupt angeschlossen werden darf, weil der in der Trinkwasserverordnung zugelassen ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und jetzt pumpt der, je nachdem, ob der Tank voll ist oder leer ist, pumpt der jetzt Wasser hier durch und hier ins Netz. Also brauche ich auch eine zweite Zuwasserleitung für meine Toiletten. In dem Fall habe ich zwei Toiletten, eine im Erdgeschoss, eine im Obergeschoss. Und die werden jetzt beide hier über bespeist. Das bedeutet, ich habe zwei Netze. Also ich habe zwei Toiletten, eine im Erdgeschoss, eine im Obergeschoss. Die Toilette ist ungefähr da. Die Toilette ist quasi genau hier oben drüber. Mein Netz wird hierüber bespeist. Das seht ihr im Bild jetzt nicht, ist aber auch nicht so wichtig. Das heißt, ich habe ein Netz, was von hier aus gespeist wird, das hochgeht zur Toilette im Erdgeschoss und dann hochgeht zur Toilette im Obergeschoss.
So, da habe ich zwar ein stehendes Wasser drin, auch Letten wird am häufigsten benutzt, deswegen ist das gar nicht so kritisch. Ich habe eben ja gesagt gehabt, ich habe auch eine Freilaufeinrichtung. Freilaufeinrichtung gibt es vielleicht ein separates Video, wenn ihr das möchtet. Das ist dafür da, dass wir ein Legionellenproblem haben. Dieses Wasser, was jetzt durchgespült wird, was bei einer Leitung gespült wird, ist ja normalerweise, geht direkt in den Gully und ist verloren. Das ist richtig schade, weil es ist ja eigentlich frisches, unbenutztes Wasser, was ich bezahlt habe. Frischwasser und Abwassergebühren. Das läuft jetzt hier genauso wie hier durch dieses Rohr hier in meinen ersten Tank. So, und dadurch sammle ich dieses Wasser wieder ein. Ihr müsst euch wissen, dass das meiste Wasser im Haushalt verbraucht wird, eigentlich prozentual gesehen, durch Toilette spülen. Für groß, für klein etc. Dann habe ich ja vielleicht ja gar nicht so viel Wasser, was da ist, um die Toilettenspülung nachzulaufen. Vor allem, wenn ich eine Party habe und viele Leute auf Toilette gehen. Ja, das passiert. Dann kann mal sein, dass beide Tanks im Endeffekt fast leer sind, weil der pumpt nur rüber, wenn hier ein gewisser Wasserstand da ist. Und so viel Händewaschen wird er vielleicht doch nicht gemacht, um die Toilettenspülung zu benutzen. Wenn der leer ist, dann zieht der, wie gesagt, Wasser vom Hauptnetz hier rüber. Das macht er komplett eigenständig und schaltet um. So. Die komplette Programmierung jetzt der Anlage läuft durch den hier, durch den Aqualoop MS heißt das Teil. Warum das so heißt, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Hier kann ich im Endeffekt alles einstellen. Das ist quasi der kleine Computer dafür, der das komplett hier steuert, also das Pumpen, das Überpumpen und das quasi, was hier alles läuft und funktioniert. So, jetzt denken sich die meisten Leute, ja cool, jetzt habe ich hier quasi dreckiges Wasser, das muss doch stinken. Ja, also blitzeblanke sauber ist das Wasser nicht, es riecht nicht perfekt, aber Leute, es ist ein Kellerraum. Ich habe hier keine erhöhte Luftfeuchtigkeit drin, das Problem habe ich hier eigentlich weniger. Und wenn, könnte es quasi abgeführt werden über eine Abluft, die man sowieso im Keller haben sollte. Und eine Geräuschbelästigung ist es auch nicht, solange ihr quasi wirklich abgeschlossene Türen habt. Ich zum Beispiel, warum habe ich jetzt hier diese Klappe ab, die da vorne liegt, weil ich ja letztens irgendwas programmiert habe noch dran. Und B, weil das ein bisschen gerappelt hat, muss man ehrlich sagen. Das war am lautesten, der Rest ist harmlos. Die Pumpe ist ein bisschen da, aber das ist wie eine Pumpe, die laufen würde. Wenn jetzt hier bei mir alles zu ist, höre ich das nicht. Also es ist wirklich unproblematisch. Welcher Wartungsaufwand steckt hier hinter? Wie bei jedem technischen Gerät sollte es mindestens einmal im Jahr gewartet werden. Was bedeutet hier eine Wartung? Also im optimalen Fall lasse ich den Tank einmal leer laufen und mache ihn einmal sauber. Ich prüfe, ob die Schwimmer drin richtig hängen. Und hier in dem Tank habe ich den Filter in der Mitte. Den kann ich entweder rausnehmen und quasi händisch waschen oder es gibt ein extra Mittel seitens von den Teva, was er machen kann und eine chemische Reinigung durchführen kann, um das Ganze reinigen zu lassen. So, das heißt theoretisch, einen Tag im Jahr muss man dafür einplanen. Einen ganzen Tag braucht ihr dafür nicht. Ich habe meinen halben, um das hier, sag mal, zu reinigen und zu machen. Beim ersten Mal werdet ihr ein bisschen länger brauchen. Bei den nächsten Malen geht das Ganze schon wesentlich schneller. So. Das ist eigentlich der wichtige Faktor, der dran hängt. Was jetzt wichtiger ist bei der Installation, es gibt wenige Firmen, die das schon regelmäßig eingebaut haben. Am besten Fall wendet ihr euch dann an den Hersteller direkt und nicht so wie ich. Ich habe mir selber eingesucht und habe mit dem das zusammen alles hier aufgebaut. Da rate ich euch nicht zu, das ist nämlich doch ein bisschen Aufwand da durchzublicken. Wenn ihr jemanden habt, der das regelmäßiger aufbaut, ist das wesentlich einfacher für die erste Installation. Ansonsten kann man bei Fragen, Problemen, zumindest bei mir so, wende ich mich an die Kollegen von Inteva und schreibe, ich habe hier ein Problem, eine Frage und dann kriegt man das auch gelöst. Soweit dazu. Warum ist das Ganze auch gut für die Umwelt? Naja, ich habe Wasser, was ich ja schon bezahlt habe, bereite ich nochmal auf. Bedeutet, dieses Wasser, was ich jetzt für die Toilettenspülung benutze, kommt nicht nochmal in die Kläranlage. Es kommt einmal in die Kläranlage, aber nicht doppelt. Das heißt, ich habe keine Überlastung meiner Kläranlagen. Gerade in Großstädten, Regionen, Berlin, London, Frankfurt, aber auch hier in Mainz und anderen Städten, haben wir in der Regel eine Überlastung der Klärwerke. Was dazu führt, wenn wir dann noch viel Regen haben und wir ein Mischsystem haben, bedeutet Regenwasser und Fäkalien kommen in einem Kanal, werden geführt, dass diese Kläranlagen überlastet sind und dann einfach ihre Tore öffnen. Und die komplette ungeklärte Masse in den Fluss läuft, hier in dem Fall der Rhein. So, nicht so geil. Ja, es ist dann stark vermengt, weil so viel Regen drin ist, aber trotzdem ist es nicht optimal. So, und um das quasi vorzumindern, hat man jetzt auch hier diesen Fall, dass wir dieses Wasser quasi nicht direkt einführen, sondern dieses halbdreckige Wasser, Grauwasser, halt über diese Grauwasseranlage nochmal aufbereiten und dadurch quasi helfen, dass das Ganze funktioniert.